Swolchair, weit draußen in den Schären. Das gute Herbstwetter, kurz hinter Möller umgeschlagen, es nieselt. Der Himmel gleichmäßig grau. Die Insel misst nicht mehr als einen knappen Quadratkilometer. Auf der Nordseite und auf der Anhöhe in der Mitte, auf der das Haupthaus liegt, ist sie mit Kiefern bewachsen. Auf der Süd- und Westseite fallen kahle Felsen steil ins Meer ab. Das Meer ist vollkommen schwarz. Wendela! Was haben wir? Einen Mord. Also vermutlich Mord. An wem? Ein 47-jähriger Mann, Wohnsitz New York, aber schwedischer Staatsbürger. Ein Musiker, Raoul Liebeskind. Ach, der Stargeiger. Du kennst ihn? Jeder, der sich für klassische Musik interessiert, kennt ihn. Natürlich. Er hat hier mit dem Furioso-Quartett eine CD aufgenommen. Die Insel gehört Louise Armstrong, der Violinistin. Liebeskind ist für sie eingesprungen, weil sie sich an der Hand verletzt hat. Sie hat den Todesfall gemeldet. Ja, und wie ist er gestorben? Lag tot im Wasser. Die Bratschistin des Quartetts ist auch Ärztin. Sie hat seinen Tod bestätigt. Helena Andermühe. Richtig. Hier. Überbelichtete Fotos einer nassen Männerleiche auf einer Wiese. Ordentlich geschnürte Wildlederstiefel. Aber ein blasses, gedunsenes Gesicht. Wirre Locken. Der Tod ist so zwischen 8 und 9 Uhr abends eingetreten, möglicherweise durch Ertrinken. Vielleicht war er aber auch schon vorher tot. Hat jedenfalls höchstens eine halbe Stunde im Wasser gelegen. Ja, wer hat die Leiche gefunden? Ein gewisser Moment. Piel Nilsson, Tontechniker, sagt, er hätte das Opfer an Land gezogen und versucht, es zu beatmen. Dann tauchten drei der Frauen auf und es brach aus irgendeinem Grund eine Art Schlägerei aus. Und wer waren die drei? Also, Caroline of Melchior, Anna Jüngbey und Helena Andermühe. Vielleicht waren sie außer sich vor Trauer. Na, ich weiß nicht. Matt Wrestling bei einer Männerleiche? So hat es Riel jedenfalls beschrieben. Der Klang des Todes. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Karin Bartosch-Edström. Ich vermute, dass Sie Kriminalkommissarin Ebba Schröder sind. Ich bin Louise Armstrong. Stahlblaue Augen, kleine Hand, aber muskulös. Fester Händedruck. Fühlt sich an wie Hühnerfleisch. Das ist Ihre Insel, richtig? Richtig. Das hier war im Sommer das Büro meines Großvaters. Ein heller Raum mit klassizistischen Möbeln aus den 20er Jahren. Und seither hat niemand mehr Staub gewischt. Besser nicht zu tief einatmen. Haben Sie sich verletzt? Die Hand? Schon bevor ich auf die Insel gekommen bin. Ein Unfall an der Haustür. Deshalb ist Raoul eingesprungen. Sie haben den Todesfall gemeldet? Ja. Wir glauben, dass er auf den Felsen ausgerutscht und dabei so unglücklich gestürzt ist, dass er ins Wasser gefallen und dabei ertrunken ist. Glauben Sie. Gibt es dafür Zeugen? Nein, aber es gibt keine andere Erklärung. Wir alle haben Raoul sehr geliebt. Hatten Sie eine Beziehung? Ausgeschlossen. Wir waren vielleicht so etwas wie Geschwister. Anders haben mich Männer nie interessiert. Ich bin mit Caroline zusammen. Keine Anzeichen von Nervosität. Kein Wippen. Keine Beschleunigung der Atmung. Ich würde gerne wissen, wie die anderen auf den Todesfall reagiert haben. Alle hier kannten Raoul auf ihre Art. Wir hatten einige intensive Arbeitstage auf der Insel. Da kommt man sich natürlich nahe. Ja, es gab Tränen. Reicht Ihnen das? Vorläufig. Haben Sie die Aufnahme abschließen können, bevor Raoul Liebeskind verstorben ist? Wir sind gestern fertig geworden. Was für ein Glück. Gute Nacht. Auf dem Polizeiboot erklingt der erste Satz von Thyre Rangströms Streichquartett. Eingespielt vom Furioso-Quartett. Unter dem Foto auf der CD stehen die Namen der Mitglieder. Louis Armstrong steht mit der Geige in der Hand einen halben Schritt vor den anderen, ohne Verband. Bei der Aufnahme hieß die Cellistin noch Andrea Carlsson. Jetzt heißt sie Caroline of Melchior. Der Anteil Adeliger im Ensemble ist erheblich, was auch immer das zu bedeuten hat. Morgen, Ebba.
Herein. Es gibt Neuigkeiten. Raoul, liebes Kind, hat in einem Atelier geschlafen. Neben seiner Geige lagen dort auch ein paar Frauenkleider. In der Bettwäsche befanden sich Haare und Sekret. Und wir haben Blut im Bett gefunden. Und oder ein Schäferstündchen mit einer der Damen des Quartetts, oder? Raoul hat selbst geblutet. Oh, das war die Obduktion. Und dann noch was. Uffe von der Spurensicherung hat heute Nacht Wache gehalten und beobachtet, dass Caroline auf Melchior gegen 5 nach unten gekommen ist und in der Küche zwischen den Messern herumgewühlt hat. Kann sein, dass sie sich die Pulsadern aufschneiden wollte. Und dieser Anna Jüngbay ist es dann gelungen, sie zu beruhigen. Sag mal, habt ihr die ganze Nacht durchgearbeitet? Ja, fast. Und wieso hat mich keiner geweckt? Ja, wir wollten dich ausschlafen lassen. Du hast einen langen Tag vor dir. Wie lange kannten Sie Raoul, Anna? Anna Jüngbay ist ungeschminkt. 25 Jahre. Bleich und harmlos. Waren Sie gute Freunde? Sie wirkt kraftlos. Wir waren eine Weile verlobt. Kurz nachdem ich die Musikhochschule in Stockholm beendet hatte. Verblüffender Kontrast zu der flamboyanten Blondine auf dem Cover der CD. Ich bin für eine Zeit zu ihm nach New York gezogen. Wie lange? Für ein halbes Jahr. Dann war es vorbei. Warum? Ja, so ist es halt mit Beziehungen. Sie gehen zu Ende. Aber wir sind uns in diesen Tagen hier wieder sehr nahe gekommen. Es tut mir so leid mit der Fehlgeburt, Raoul. Danke dir. Naja, dieser letzte Versuch mit dem Reagenzglas war wirklich die Hölle. Ja, kann ich mir vorstellen. Joy und ich lassen uns scheiden. Ja, es geht nicht mehr. Oh mein Gott. Sie hat schon einen anderen, unseren jungen Dirigentenschnösel. Ich hätte wirklich gerne Familie, zu der ich nach Hause kommen kann. Eine Frau, die mich liebt und, naja, Kinder. Ach, Raoul. Manchmal denke ich an uns. Bevor ich damals wieder nach Hause gefahren bin. Anna, wir waren noch so jung. Es ist noch nicht zu spät für eine Familie. Nein. Nein, vielleicht ist es das nicht. Alles ist möglich? Ja. Meinst du? Ja. Haben Sie die Beziehung wieder aufgenommen? Ich weiß nicht. Also, es wirkte wie ein Anfang. Raoul ist ja... war ja verheiratet und die Situation war nicht ganz einfach. Noch eine Frage. Was war heute Nacht los? Ich bin von Geräuschen aufgewacht aus der Küche. Da war Caroline mit einem Polizisten. Sie war so verdammt traurig. Wegen Raoul? Ja. Hat am ganzen Körper gezittert. Wir verstehen uns eigentlich nicht so gut, aber sie hat Trost gebraucht. Sie tat mir richtig leid. Ich musste sie einfach in die Arme nehmen. Sie brauchte das. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie hat es zugelassen. Der Morgen ist grau, neblig. Die Kälte dringt durch Mark und Bein. Die sachte Dünung schlägt dumpf in unregelmäßigen Wellen auf die Felsen. Ist das nicht ein schöner Ausblick, Ebba? Irritierend, dass sie mich mit dem Vornamen anspricht. Helena Andermür untergräbt meine Autorität. Helena, wo waren Sie gestern Abend um 9:30? Gibt unserer Unterhaltung eine gleichberechtigte freundschaftliche Note? Im Salon, ich habe gelesen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Dann habe ich Schreie gehört und bin zum Stehen. Sie sind ja auch Ärztin. Haben Sie versucht, ihn zu reanimieren? Nein, er war ja schon eine ganze Weile tot. Das sah ich an seinen geweiteten Pupillen. Wie sah Ihre Beziehung aus? Ach, wir kannten uns seit vielen Jahren. Die Musik, wissen Sie, das ist eine kleine Welt. Können Sie mir sagen, wie die anderen auf den Todesfall reagiert haben? Wir stehen alle noch unter Schock. Gab es Streit zwischen Ihnen? Wie meinen Sie das? Als Sie die Leiche fanden, zum Beispiel. Anna und Caroline wurden hysterisch. Das ist alles. Vielleicht haben Sie ja auch nie zuvor einen Toten gesehen. Das dürfen Sie nicht vergessen. Im Unterschied zu dir, du bist Ärztin. Du gerätst nicht in Panik, wenn du dem Tod begegnest. Wie stehen Sie eigentlich zu Caroline? Sie ist meine Halbschwester. Wir haben dieselbe Mutter, aber unterschiedliche Väter. Sind Sie sich nahe? Unser Altersunterschied beträgt 20 Jahre. Heißt das nein? Außer Caroline habe ich keine Geschwister. Natürlich liebe ich sie. Wie hat Carolins Familie auf ihre Homosexualität reagiert?
Tja. Hatte sie vorher auch mal einen Freund? Einige, ja. Sexuelle Beziehung? Definitiv. Wissen Sie, Ebba, Caroline ist keine Person, die sich zurücknimmt. Sie sendet permanent Signale aus, in alle Richtungen. Louise war bis über beide Ohren in Caroline verliebt und ich fürchte, dass es Caroline nicht ganz so ernst war. Warum? Weil ich nicht glaube, dass sie lesbisch ist. Ich hätte jetzt so richtig Lust auf Krabben. Jakob hat eine Tüte Chips aufgetan. Ach gut. Ich habe mit der Pathologie telefoniert. Raul ist nicht ertrunken. Mhm. Es waren Schmerztabletten, die zu einer Atemlähmung geführt haben. Das war die Todesursache. Was waren das für Tabletten? Oh, vermutlich Dexophen. Atemlähmung durch die Kombination mit Alkohol. Er hatte eine so hohe Konzentration des Wirkstoffes im Blut, dass er auf jeden Fall gestorben wäre. Felsensturz oder nicht. Die Menge hätte wohl selbst einen Elefanten umgebracht. Also wäre auch Selbstmord möglich? Naja. Er hatte eine Schürfwunde über die rechte Gesichtshälfte und darunter einen Bluterguss in der Wange. Dazu zwei Einstiche im Oberschenkel, die wahrscheinlich vor seinem Tod entstanden sind. Gut. Vielleicht auch kein Selbstmord. Schön, dass Sie sich hier alle einfinden konnten. Anna wirkt immer noch sehr abwesend. Ich verstehe, dass es Ihnen schwerfällt, sich im Augenblick auf eine polizeiliche Ermittlung einzulassen, aber das ist die einzige Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, wie Raoul Liebeskind ums Leben gekommen ist. Helena hingegen hat ihr Make-up aufgefrischt. Die Ringe um die Augen sind verschwunden, sie wirkt ausgeruht und entspannt. Haben Sie also ein wenig Geduld mit unserer Arbeit. Ganz anders, Caroline. Die Beine auf dem Sessel. Die wilden Locken fallen ihr wie ein schützendes Gitter ins Gesicht. Sie hat sich wie in einen Kokon eingesponnen, wie Klimts schlummernde Danae. Weiß jemand, wem dieses Handy gehört? Wir haben es am Ufer gefunden. Louise fixiert mich. Misstrauisch. Caroline zuckt zusammen. Oh mein Gott, das ist ja Raouls. Dass sie das gefunden haben. Wieso? Das hat er doch ins Wasser geworfen, kurz nach der Aufnahme gestern Nachmittag. Warum hat er das getan? Weil es andauernd geklingelt hat. Wollte er bei irgendwas nicht unterbrochen werden? Carolines Blick irrt zu Louise und prallt dort ab. Wir haben uns unterhalten. Okay. Weiß jemand, ob Raoul, Liebeskind, irgendwelche Medikamente eingenommen hat? Er hatte eine Erdnussallergie. Er hatte Spritzen dagegen in seiner Brieftasche. Woher wissen Sie das? Caro will am Tschaikowski-Wettbewerb teilnehmen. Nein, das will ich nicht. Natürlich willst du das. So viel wie du übst, müsstest du auf einen der ersten Plätze kommen. Lass gut sein, Luis. Sollen wir die Vorspeise abräumen? Caroline, ich habe über ein paar Striche nachgedacht, die du im dritten Satz vielleicht ändern solltest. Wir können das ja nach dem Essen durchgehen. Was gibt es da zu flüstern? Habe ich irgendwas verpasst? Was sollte das sein? Ich weiß es nicht, sag du es mir. Hast du dich verschluckt? Vielleicht doch zu viel Chili? So furchtbar schmeckt es doch wohl nicht. Mein Gott, er hat einen Herzinfarkt. Helena, komm schon, tu was! Mach mal Platz da, das ist eine allergische Reaktion. Wie bitte, woher weißt du das? Mann, ich bin Ärztin. Wogegen ist Raoul allergisch? Ich rufe den Rettungszug vor. Wogegen ist er allergisch? Jetzt beeilt euch doch mal, Scheiße, Mann, Eier, Nüsse, Erdnüsse, weißt du das denn nicht, Louis? Aber das gibt doch wohl keine Erdnüsse. Oh, Scheiße, ich hab keinen Empfang. Louis, hast du Adrenalin, hast du Spritzen gegen Schlangengift, irgendwas, Hausapotheke, jetzt mach doch mal. Ja, ich schau nach. Was machst du da, Helena, bist du bescheuert? Lass mich doch mal los, verdammt Anna, noch mal. Hör auf, sie hilft Raoul. Ah, doch auf, du bist doch vollkommen übergeschnappt, du verdammtes Miststück. Du, sie, die verrückte Helena, ist Ärztin, sie weiß, was sie tut. Ich habe noch zwei Spritzen gefunden. Mal her. Wie geht's dir? Geht schon. Hey. Bin schon wieder okay. Ich dachte schon, du hättest einen Herzinfarkt. Nein, nein. Allergie. Erdnüsse. Wer war so dumm und hat Erdnüsse ins Essen getan? Caroline, warst du das? Ich was? Nein. Wieso soll ich das? Außerdem haben wir doch überhaupt gar keine Erdnüsse. Und was ist mit Erdnussöl? Das war ein reiner Unglücksfall. Wir hatten versehentlich beim Kochen Erdnussöl benutzt. Wer von Ihnen wusste, dass er diese Allergie hatte? Ich wusste es. Ich habe mich erst anschließend wieder daran erinnert. Anna also.
Noch jemand? Ja, ich. Aber bei mir war das genauso. Ich habe es einfach vergessen. Oh, Eva, jetzt reden Sie doch nicht um den heißen Brei herum. Sie wollen wissen, ob einer von uns absichtlich das Öl in den Topf gegossen hat, richtig? Danke, Helena. Das ist ja wohl das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Wofür halten Sie uns eigentlich? Für durchgeknallte Irre. Jetzt hör doch auf, dich aufzuregen. Das hat doch keinen Sinn. Tja, wie Sie sicher verstehen, reichen mir die vorliegenden Informationen nicht aus. Ich möchte Sie also bitten, die Insel vorläufig nicht zu verlassen. Oh, das ist Freiheitsberaubung. Nein, das ist notwendig. Wo stecken eigentlich Ihre Tontechniker? Hell und Jan, die Techniker, sind die Ersten, die bei dem Namen Raoul Liebeskind nicht in Verzückung geraten. Immer das Geschiss um diesen eingebildeten Lackaffen, das sind ihre Worte. Und dass Raoul und Caroline so geil aufeinander waren, dass sie die Wände hätten raufklettern können. Und dann ist da noch ein gewisser Peder. Den Namen habe ich ja noch nie gehört. Erstaunlich, nicht wahr? Peder Armstall. Ihm gehört das Seehäuschen da am Steg. Er ist Louise' Cousin. Ist gestern früh mit dem Boot gekommen, um mit Caroline und Louise zu sprechen. Louise schien aber nicht begeistert darüber gewesen zu sein. Raoul und er konnten sich wohl nicht ausstehen. Sie scheinen gestritten zu haben. Und worüber? Keine Ahnung. Jedenfalls ist er dann irgendwann mit seinem Boot wieder davongebraust. Wendela, ruf ihn doch bitte an und hol ihn her. Mach ich. Wir haben übrigens die Spritzen gefunden. Sie lagen in 4 Metern Tiefe im Wasser zwischen Steg und Atelier. Ich habe gehört, dass Sie letzte Nacht schlecht geschlafen haben, Caroline. Erzählen Sie mir von Ihrer Beziehung zu Raoul. Wie hat sie begonnen? Sie streicht sich das Haar zurück. Und ich sehe zum ersten Mal ihr ganzes Gesicht. Erst fand ich ihn nur wahnsinnig anstrengend. Ich habe wirklich nicht verstanden, warum ihn alle so sexy fanden. Trotz ihrer Trauer ist sie eine Schönheit mit den perfekten, gleichmäßigen Zügen einer Renaissancefürstin. Wer fand ihn denn sexy? Naja, alle. Ich wette, dass sie auch in der Bärwaldhalle gesessen und ihn wie die anderen angeschmachtet haben. Sie sehen so aus wie so eine typische Konzertmadame. Gebildet und wohlhabend. Verdammt, jetzt nicht rot werden. Hatten Sie bereits eine Beziehung, bevor Sie hierher nach Swolshire kamen? Nein. Das war so eine Art Once-in-a-Lifetime-Sache. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich verliebt. Ach, ich weiß, das klingt bescheuert. Und Sie waren sich sicher, dass die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhten? Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Es ging aber rasch. Haben Sie sich offen zu Ihrer Beziehung bekannt? Was glauben Sie denn? Wir waren vorsichtig. Ich kam als Louise Freundin hier auf die Insel. Er war verheiratet, ich war mit Louise zusammen und Raoul war mal mit Anna verlobt. Ja, zwar vor 1000 Jahren, aber sie hat ihn trotzdem dauernd betatscht. Und Raoul? Er hat mit ihr geflirtet. Er hat Anna also ermuntert? Ja. Und Helena? Woher wissen Sie das? Erzählen Sie. Ich weiß es selbst erst seit gestern. Von Helena? Nein, von Peder. Er hat es gesagt, um mich zu verletzen, dieser aufgeblasene Versager. Er wollte Raoul als Schürzenjäger hinstellen, der mit allen ins Bett steigt, nur damit ich ihm den Laufpass gebe. Und? Wie finden Sie das? Da ist noch was, worüber ich mit dir sprechen muss. Jetzt nicht. Oh, es gibt da Dinge, die wir vielleicht erst klären müssen. Oh, was denn? Willst du, dass ich mich als Dienstmädchen verkleide? Oder dass ich dich mit Handschellen fessle? Ah. Oh, du bist so jung. Und du bist so alt. Du könntest mein Vater sein. Oh, hör auf, sag das nicht. Du bist alles andere als eine Tochter für mich. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie das ist, eine Tochter zu haben. Noch nicht, aber vielleicht in 9 Monaten. Was? Meinst du das ernst? Oh,
Na. Die schönste Frau der Welt bekommt das schönste Baby der Welt. Ich weiß es nicht. Willst du mich heiraten? Das ist ein Scherz, oder? Nee, das ist kein Scherz. Oh Mann, natürlich will ich das. Oh Gott. Oh, Helena. Was? Was? Was, du hast Helena gesagt? Unsinn. Du hast mich Helena genannt. Oh Gott, du lebst sie immer noch. Das ist doch Blödsinn. Caroline, wir hatten ein einziges Mal Sex. Und das ist ewig her, mehr nicht. Ich liebe dich, ich liebe Helena nicht, verstehst du? Aber du hast sie geliebt. Aber wichtig ist doch nur, dass ich jetzt dich liebe. Und zwar nur dich. Caroline, diese letzte Nacht auf Svolshire, die müssen wir noch hinter uns bringen. Und dann beginnen wir ein neues Leben, ja? Unser neues Leben. Das hat er gesagt. Und jetzt ist er tot. Haben Sie gerade Ihre Tage, Caroline? Was? Einfache Frage. Also, eigentlich nicht. Nein, ich weiß es nicht. Wir haben im Atelierbett Blutflecken gefunden. Ist das Ihr Blut? Wir machen einen DNA-Test. Finden es also sowieso heraus. Ist das Ihr Blut? Ja, das ist mein Blut. Warum haben Sie Ihre Beziehung zu Raoul bislang nicht erwähnt, Helena? Weil es vollkommen bedeutungslos ist. Möchten Sie auch einen Whisky? Nein, danke. Aber ich brauche noch einen. Sie waren also seine Geliebte. Hätten Sie sich mehr gewünscht? Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich bin verheiratet. Glücklich. Ich habe 2 Kinder. Ich habe gehört, er hätte mit Anna geflirtet. Glauben Sie, dass er da ernsthafte Absichten hatte? Auf keinen Fall. Er hat nur ihre Sehnsucht angefacht, verstehen Sie? So war Raoul. Kabale und Liebe. Die Wellen schlagen plätschernd ans steinige Ufer. Silbergraue Muster überziehen die dunkle Tiefe. Die Sonne ist hinter den Wolken verschwunden. Sofort wird es kälter. Eine Vorahnung des Winters. Peter Armstrong! Richtig. Ein Mann mittleren Alters in Seglerjacke und marineblauer Wollmütze. Ich bin Kommissarin Ebba Schröder! Er hat die gleichen sehnigen Hände wie seine Cousine. Es ist furchtbar, dass so etwas auf meiner Insel geschehen konnte. Ich dachte, Ihnen gehört nur das Seehäuschen. Darf ich Sie vielleicht dahin einladen? Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass jemand... Kommen Sie ruhig rein, Caroline. Sie haben doch Peter gesucht, nicht wahr? Worüber wollten Sie sprechen? Soll ich anfangen, Caroline? Muss das wirklich sein? Das weiß doch eh jeder Bescheid. Also gut, Louise hat sich ein Kind von mir gewünscht. Peter war der Spender. Er ist ja mit Louise verwandt und die beiden stehen sich sehr nah. Sie haben die Befruchtung dann durchgeführt? Durch Insemination, ja. Anfang September. Und? Wurden Sie schwanger? Ja. Und dann haben Sie sich hier in Raoul verliebt? Ja. Und Sie, Peter, haben Caroline erzählt, dass Raoul ein Verhältnis mit Helena hatte. Ich habe in dem ganzen Chaos einen rationalen Entschluss gefasst. Ganz egal, ob sie jetzt mit Louise zusammenbleiben wollte oder nicht. Du bist so ein Heuchler, Peter. Ja. Du hast Louise nur dazu benutzt, um mit mir ein Kind zu zeugen. Aber nein, ich habe lediglich... Ich sehe doch, wie du mich anglotzt. Du willst mich. Alle Typen wollen mich. Du hast ihn umgebracht. Damit ich dein Kind zur Welt bringe. Jetzt ist es gut. Louise, ist dir scheißegal. Du bist so verlogen. Und das sagst ausgerechnet du? Wer hat sie denn betrogen und das Kind abgetrieben? Woher weißt du? Wann haben Sie die Schwangerschaft abgebrochen, Caroline? An demselben Tag, an dem ich den Test gemacht habe. Am selben Tag, als Louise mich überglücklich angerufen hat. Am selben Tag, als sie sich die Hand verletzt hat. Das muss man sich mal vorstellen.
Raoul hat kurz vor seinem Tod mit Helena herumgemacht. Ich hab's gesehen. Und Caroline hat die beiden dabei überrascht. Sie wollten mich sprechen. Ah, Louise. Wie geht es Ihrer Hand? Kein Unterschied. Wir haben inzwischen erfahren, dass Sie ein Kind mit Caroline bekommen wollten. Warum haben Sie das nicht früher erwähnt? Und warum haben Sie nicht erzählt, dass Ihr Cousin am Samstag auf Swaldshire war? Ich dachte, Raoul sei bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das hatte also nichts mit Peters oder meinem Privatleben zu tun. Wann haben Sie von Carolines Schwangerschaftsabbruch erfahren? Gestern. Das muss ein harter Schlag für Sie gewesen sein. Im Grunde genommen wollte sie gar kein Kind von mir. Ich war die treibende Kraft. Sie ist kein böser Mensch. Und war Raoul ein böser Mensch? Böse natürlich nicht. Aber vielleicht etwas rücksichtslos. Wir standen uns sehr nahe. Anna stand da auch sehr nahe, oder? Sie waren befreundet, vielleicht nicht direkt nach der Trennung, aber später. Sie war schwanger von Raoul, als sie verlobt waren, aber sie wollte das Kind nicht. Wissen Sie, ich frage mich, warum haben Sie sich nicht einen anderen Violinisten gesucht, der für Sie hätte einspringen können? Warum jemanden, der Affären mit fast dem gesamten Quartett hatte? Weil er der Beste ist. Ganz zu schweigen davon, dass der Wert der Aufnahme durch seinen Tod enorm gestiegen ist. Ihre CD ist seine letzte Aufnahme. Wie groß wird denn sein Name auf dem Cover stehen? Vielleicht genauso groß wie Furioso Quartett? Oder sogar noch was größer? Erlauben Sie sich was eigentlich? Brachte das fast zum Überlaufen? Dass Raoul Caroline verführt hat? Oder dass er versucht hat, mit ihr ein Kind zu zeugen, nachdem Caroline ihre Familienpläne zerstört hat? Ich habe Raoul nicht umgebracht. Sie verlässt das Polizeiboot, ohne sich zu verabschieden. Wendela kommt. Sie hat Selbstverletzungen bei Caroline gefunden, als sie ihr Blut abgenommen hat. Frische Schnittwunden. Stellt sich die Frage, wie verrückt ist Caroline eigentlich? Helena, Sie wussten, dass Louise von ihrem Arzt Dexophen verschrieben bekommen hat. Das habe ich mir bestätigen lassen. Ja, stimmt. Aber sie hat es nicht verwendet, soviel ich weiß. Ich habe ihr stattdessen Voltaren verschrieben. Das hat weniger Nebenwirkungen. Und Sie, Caroline? Wussten Sie auch davon? Wovon? Ach so, von der Medizin, nein. Aber Sie kennen Dexophen. Ja, schließlich hat man es Ihnen auch vor 3 Wochen verschrieben, im Zusammenhang mit Ihrem Schwangerschaftsabbruch. Das kann doch wohl keine von Ihnen erstaunen. Immerhin waren Sie es, Helena, die Caroline die Tabletten verschrieben hat. Ich habe hier die Quittung. Wann haben Sie Louise von Ihrem Abbruch erzählt, Caroline? Gar nicht. Nicht? Aber von irgendwem muss Peter das doch erfahren haben. Nicht von mir. Wer außer Raoul hat es also gewusst? Niemand. Sollen wir es erzählen, Caroline? Was denn? Was? Nein. Nein, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick. Caroline hat ein kleines Geheimnis. Ach. Nein. Doch. Also, wir erwarten ein Kind. Caro ist jetzt in der 7. Woche. Wir haben uns von einem sehr diskreten Spender mit außerordentlich guten Genen helfen lassen. Und wer ist das? Ich glaube nicht, dass du das wissen willst, Raoul. Ich gehe ins Studio. Caroline! Warum war es Louise so wichtig, allen zu erzählen, dass sie ein Kind erwarteten? Weil sie das wollte. Aber sie nicht. Ich wollte nur sterben. Hatte Louise einen Grund, eifersüchtig zu sein? Jetzt hören Sie doch mal auf mit Louise. Ich war es, die eifersüchtig war. Und warum? Weil Raoul die ganze Zeit mit Anna rumgemacht hat. Caroline, ist es in Ordnung, wenn ich noch einen Moment mit Helena allein rede? Natürlich. Peter behauptet, er hätte Raoul und sie noch kurz vor seinem Tod zusammen gesehen.
Warum haben Sie gelogen? Ich wollte die Aufmerksamkeit natürlich nicht auf mich richten. Aber das bedeutet nicht, dass ich Raoul getötet habe. Worüber haben Sie gesprochen? Über unsere Beziehung. Er sagte, er liebe Caroline und wolle mit ihr ein neues Leben in New York beginnen. Ich konnte das nur akzeptieren. Und dann hat Caroline Sie zusammen überrascht. Sie brauchen es nicht zu leugnen, ich weiß es. Warum soll ich das denn auch leugnen wollen? Sie ist aufgetaucht, hat sich aufgeregt und fertig. Ist auch logisch. Schließlich hatte sie gerade erfahren, dass ich mit Raoul zusammen gewesen war. Mich würde aber dennoch interessieren, warum sich Caroline so über ihre Affäre aufgeregt hat. Sie war doch selbst kein Kind von Traurigkeit, heißt es. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das klingt vielleicht seltsam, aber Sie werden irgendwann wissen, warum. Sie sind eine sehr anstrengende Person, Helena. Ich weiß. Du weißt, wer es war, oder? Ich schaue zu dem verlassenen Haus hoch. Man könnte glauben, es sei seit dem Sommer nicht mehr bewohnt worden. Es gibt auf jeden Fall zwei Personen, denen ich nicht über den Weg traue. Die Atmosphäre auf Swalshire ist starr und unbeweglich. Kein Lüftchen rührt sich. Den Mord könnten aber alle begangen haben. Als hätte das Leben die Insel in den letzten Tagen verlassen. Ich habe eben einen Anruf aus Stockholm bekommen. Helena hat nach einer DNA-Probe von Raoul gefragt. Warum wollte sie allerdings nicht verraten? Die fröhliche, sonnige Stimmung, die die Insel in den Sommermonaten einhüllt, lässt sich kaum mehr vorstellen. Es herrscht ein Unbehagen, das von der Kälte des Herbstes noch verstärkt wird. Oh, ich dachte, wir seien nach dem Mittagessen verabredet. Das stimmt. Mir ist aber noch etwas aufgefallen, das ich vorher loswerden wollte. Peter. Ich bin gespannt. Sie sind Linkshänder. Ja, aber das ist doch heutzutage nichts Besonderes mehr. Raoul, liebes Kind, hat sich an dem Abend seines Todes eine Gesichtsverletzung zugezogen, die auf den treffsicheren Schlag eines Linkshänders zurückzuführen ist. Haben Sie ihn geschlagen? Ich verstehe. Ich hätte gerne Ihren Ring am linken kleinen Finger. Ich habe den Verdacht, dass Ihr Familienwappen als Waffe und nicht zum Versiegeln von Briefen gedient hat. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Nein, Ihren Ehering hätte ich auch gerne. Oh, hi, my heartbeat of the city, where dreams touch the sky. Anna, Sie haben erzählt, Sie und Raoul wären in New York verlobt gewesen. Was geschah nach der Trennung? Ihr Haar ist frisch gewaschen. Sie trägt einen schicken Nadelstreifenanzug, dazu sorgfältiges Make-up und Lippenstift. Der Unterschied zum Vortag ist auffallend. Ich habe Bengt geheiratet. Und Raoul erst eine Pianistin, dann eine Stewardess und schließlich Joy. Sie waren 10 Jahre verheiratet. Sie sind damals von Raoul schwanger geworden. Und ich habe mich für einen Abbruch entschieden. Es war in erster Linie Raoul, der kein Kind wollte. Das war seine Bedingung für eine Fortsetzung der Beziehung. Und dann war trotzdem Schluss. Ja. Das muss eine wahnsinnige Enttäuschung gewesen sein. Mein Leben ist kinderlos geblieben. Man bekommt nicht immer, was man haben will. Montag, den 19. Oktober, 13 Uhr, Verhör mit Peter Armstall. Peter Armstall, am Samstagabend, den 17. Oktober, haben Sie sich mit Raoul Liebeskind auf dem Steg auf Swalshire gestritten. Wir haben Ihren Siegelring näher untersucht. Er entspricht Raoul Liebeskinds Wangenverletzung. Möchten Sie sich dazu äußern? Nein. Ich will den Bericht der Spurensicherung sehen. Ja, der kommt. Caroline ist eine hübsche Frau. Der Gedanke, mit ihr ein Kind zu zeugen, muss sehr verlockend gewesen sein.
Mir ging es um Louise. Ich habe bereits 4 Kinder, das genügt. 4 Töchter, Peter. Aber keinen kleinen Grafen. Wenn sie keinen Sohn bekommen, dann sterben die Armstolz aus. Ich habe nichts zu sagen. Ah, sind Sie nervös? Nein. Wann genau haben Sie erfahren, dass Caroline einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt hat? Raoul hat mir davon erzählt. Auf dem Steg. Er hat mich verspottet. Aber das war ja auch nicht anders zu erwarten. Natürlich hätte ich nicht so aus der Haut fahren dürfen und ich bin auch nicht stolz darauf. Am allerwenigsten jetzt, wo Raoul tot ist. Sie waren doch wohl sicher auch etwas eifersüchtig. Ich habe kein Interesse an Caroline. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Ich bin glücklich verheiratet und nicht an einer Beziehung mit einer 20 Jahre jüngeren Frau interessiert. Es ging Ihnen nur darum, einen Sohn mit ihr zu bekommen. Sie haben ja keine Ahnung. Es ist die Hölle, die Verantwortung für die nächste Generation tragen zu müssen. Und jedes Mal zu trauern, wenn man eine Tochter bekommt. Peter, ich glaube nicht, dass Sie Raoul Liebeskind getötet haben. Nein? Nein. Aber Sie haben ihn niedergeschlagen und auf dem Steg zurückgelassen. Wenig später ruft Louise Sie ein erstes Mal an diesem Abend an. Blödsinn. Ich habe die Listen gesehen. Louise ruft Sie also an. Sie sagt, Raoul sei tot. Sie fordert Sie auf, die Leiche in Ihr Boot zu legen, dorthin zu fahren, wo es tief ist, und Sie über Bord zu werfen. Sie tun es. Es sieht nach einem Unfall aus. Keine Ermittlung. Punkt. Sie fahren mit Ihrem Motorboot zurück nach Stockholm. Aber dann ruft Louise Sie ein weiteres Mal an. Sie erzählt, die Polizei ist auf der Insel eingetroffen. Ihnen ist klar, dass früher oder später auch Ihr Name zur Sprache kommen wird und Sie in Verdacht geraten. Deswegen begeben Sie sich am nächsten Tag wieder nach Svolskär und tun so, als wären Sie erstaunt über den Mord. Sie haben keinerlei Beweise. Für gar nichts. Da liegt er, reglos und bleich, die graumelierten Locken glatt nach hinten gestrichen, sein Gesicht vollkommen ausdruckslos. Ein blaulila Kratzer auf der Wange, die Hände mit den langen Fingern auf den Schenkeln. Auf einem Foto sehe ich durch den geöffneten Brustkorb direkt in sein Herz. Caroline, Sie haben Helena und Raoul also am Abend des 17. Oktober im Atelier getroffen und mit ihnen über ihre Beziehung geredet. Wie habe ich mir das vorzustellen? Einmal, hatte Raoul gesagt. Einmal hätten sie miteinander geschlafen, zufällig aber. Aber es war nicht nur einmal. Das ging über 20 Jahre so. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich bin ins Haupthaus zurückgelaufen, um meine Sachen zu packen. Und dann habe ich Raoul gesucht. Er lag auf dem Steg und ich habe versucht, ihn wieder zu beleben, ihm Ohrfeigen gegeben. Dann hat er mich plötzlich angesehen und hat meinen Namen gesagt. Ich habe seinen Kopf gehalten und dann schien er plötzlich durch mich hindurch zu sehen. Ich dachte, er hätte wieder so einen Allergieschock und ich habe seine Brieftasche gesucht und die Spritzen genommen und ich habe einfach in sein Bein gestochen. Aber nichts. Nichts. Er hat auch nicht mehr geatmet. Sie dachten, Sie hätten ihn mit den Spritzen getötet. Ja. Ich habe sie dann ins Wasser geworfen. Sie verstehen doch, dass ich Ihnen das nicht sagen konnte. Was haben Sie dann getan? Ich bin zurück ins Haus, um Hilfe zu holen. Helena war im Salon und schon ziemlich betrunken. Sie trinkt immer zu viel. Sie hat mir nicht geglaubt. Schließlich ist sie dann doch mitgegangen, aber Raoul war verschwunden. Er,
Er war einfach nicht mehr da. Samstagnacht, als Sie nicht schlafen konnten, gingen Sie doch in die Küche hinunter. Ja. Sie haben ausgesagt, dass Sie allem ein Ende machen wollten, nicht wahr? Sie haben nach den Messern gesucht. War es so? Ja. Haben Sie in der Küche nicht noch etwas anderes getan? Wieso? Was denn? Caroline, die Flasche mit dem Erdnussöl. Jemand hat sie abgewischt. Wie Sie sich denken können, ist es nicht sonderlich wahrscheinlich, dass eine halbleere Flasche ohne einen einzigen Fingerabdruck im Küchenschrank steht. Ich glaube, dass Sie das waren. Ich glaube, dass Sie die Flasche abgewischt haben, um eine andere Person zu schützen. Ich habe nicht gesehen, wie sie das Erdnussöl ins Essen gegossen hat. Das habe ich nicht. Aber Sie glauben, dass es Louise war, nicht wahr? Okay. Okay. Wir machen jetzt Schluss. Danke, dass Sie so hilfsbereit waren. Louise Armstrong mit ihrer roten Kelly-Handtasche auf den Knien auf dem Sofa. Ihr schwarzes Kostüm sitzt wie angegossen. Ihre Bluse ist blendend weiß und an den Ohrläppchen funkeln Diamantohrringe. Sie lächelt leise und wirkt völlig entspannt. Sie hat einen psychologischen Vorsprung. Den muss ich einholen, die Kontrolle zurückgewinnen. Erzählen Sie mir, warum Sie Peter um 20.33 Uhr angerufen haben. Wegen des Streits mit Raoul. Man hat die Stimmen bis ins Haus gehört. Wo befand sich Peter bei Ihrem Anruf? Auf halbem Weg nach Stockholm. Haben Sie ihn gebeten, nach Svolskjær zurückzukehren? Nein, warum hätte ich das tun sollen? Weil er zurückgekehrt ist und die Leiche in einiger Entfernung von der Insel von seinem Boot aus ins Wasser geworfen hat. Auf Ihre Anweisung hin. Bekomme ich eine Antwort? Ja, die habe ich Ihnen doch gerade gegeben. Haben Sie Raoul Liebeskind getötet? Nein. Wissen Sie, wer ihn getötet hat? Nein. Wie kommt es, dass Ihr Anruf am Donnerstag bei der Notrufzentrale nicht registriert wurde? Sie haben behauptet, Sie hätten den Rettungshubschrauber verständigt, als Raoul seinen allergischen Anfall hatte. Ich habe es versucht, aber das Handy hatte keinen Empfang. Als Sie uns am Samstag über den Todesfall informieren wollten, hatten Sie kein Problem damit. Manchmal hat man hier Empfang und manchmal nicht. Die Sache mit dem Hühnergericht ist wirklich interessant, Louise. Ich habe lange darüber nachgedacht, was sie wohl für eine Rolle spielt. Sie spielt überhaupt keine Rolle. Das war ein Versehen. Ach ja? War es das wirklich? Was meinen Sie damit? Dass es die Generalprobe war. Wie haben Sie erfahren, dass Caroline einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt hat? Peter hat es mir erzählt. Sie lügt wie gedruckt. Aber du kommst nicht an sie Nein, ran. Nein, und das ärgert mich wahnsinnig. Glaubst du, sie hat das Erdnussöl ans Essen getan? Das werden wir nie erfahren. Aber das Interessante ist, dass Caroline glaubt, dass es Louise war. Was zeigt, dass sie Louise einen Mord zutraut. Nee, aber Caroline ist so eine verwirrte Person. Sie handelt zuerst und denkt danach. Ja, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Das könnten alle gewesen sein. Beethovens letzte Streichquartett. Opus 127 in Es-Dur. Das Streichquartett ist perfekt. Die beiden Geigen bilden ein Gegengewicht zum Cello und zur Bratsche. Es entsteht eine gewaltige Kraft, als die Instrumente voneinander wegstreben, aber gleichzeitig zusammengezwungen werden, um den gemeinsamen Klangkörper zu bilden. Das da vorne müssen Raouls Eltern sein. Caroline spielt wunderschön. Ich frage mich, wie das wohl für Raouls Frau sein muss, dass Caroline hier spielt. Die Trauerfeier findet in der Inselkapelle statt. Die Gäste sind mit den Taxibooten angereist. Etliche bekannte Musiker und Dirigenten sind anwesend. Da kommt Helena Andermühe. Der Junge an ihrer Hand muss ihr Sohn sein. Oh mein Gott. Was denn? Sieh ihn dir doch an, Wendela. Ebba, das ist mein Sohn David. Hallo David, ich bin Ebba. Gehst schon mal rein, Schatz, ich komme gleich nach. Überrascht? Rauls vollständiger Name ist Raoul David Liebeskind. Ja. Ihr Sohn ist Raoul Liebeskind wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Wer weiß noch davon? Sie sind die Erste. Aber ich werde es Rauls Eltern nach der Zeremonie sagen. Na, jetzt weiß ich, warum Sie die DNA-Probe haben wollten. Sie wollten die Vaterschaft beweisen. Wie alt ist David? 8. Hat Raoul nie erfahren, dass er einen Sohn hat? Doch. An dem Abend, an dem er gestorben ist.
Ich habe ihm ein Foto von David gegeben. Er wollte David sogar anerkennen, aber das war natürlich kompliziert. Wir hatten ja nie eine offizielle Beziehung. Und für David ist Martin der Vater. Er liebt ihn. Martin weiß auch noch nichts. Das klingt wirklich kompliziert, aber ich frage mich, warum haben Sie es Raoul an diesem Abend erzählt? Ich meine, ausgerechnet an diesem Abend. Ich hatte einen Grund. Aber ich muss jetzt zu meinem Sohn. Entschuldigen Sie mich bitte. Tja, und weg ist sie. Hat sie nicht gerade gesagt, sie hätte Raoul Liebeskind ein Foto gegeben? Ja, und? Wir haben bei seiner Leiche kein Foto gefunden und auch sonst nirgendwo. Sag mal, kannst du von hier aus lesen, was auf dem Kranz steht, der da gerade reingetragen wird? Dein auf ewig. Und von wem ist er? Von Anna Yunbei. Dein auf ewig. Hast du Anna schon gesehen? Nein, sie ist nicht da. Ja, das ist doch seltsam, oder? Wie kommt es, dass ausgerechnet Anna nicht da ist? Lass sie suchen, Wendela. Die Jungs sollen die ganze Insel auf den Kopf stellen. Warum haben Sie das getan, Anna? Warum sind Sie ins Wasser gegangen? Sie liegt reglos im Bett. Der eilig gerufene Notarzt hat einen Sauerstoffschlauch unter ihren Nasenlöchern befestigt und eine Infusion läuft ihr durch eine Kanüle in den Handrücken. Die Aufnahmen waren fertig. Und plötzlich war es so, als hätten wir alle gar nichts mehr miteinander zu tun. Alle waren nur noch mit sich beschäftigt. Ich war völlig außen vor, als würde ich nicht mehr gebraucht. Das kannte ich schon. Aber jetzt war es genug. Ich wollte dem ein Ende setzen. Wenn Sie das sagen, meinen Sie Raoul und sich selbst. Ich habe die Dexophen-Tabletten aus Louis' Zimmer genommen und sie mit Wein vermischt. Ich wusste, dass man sterben kann, wenn man das zusammennimmt. Ich habe durch das Küchenfenster beobachtet, wie Raoul und Peter gestritten haben. Plötzlich schlug Peter Raoul mit der Faust und Raoul ging zu Boden. Peter machte sich mit seinem Boot aus dem Staub. Als ich am Steg ankam, saß Raoul schon wieder auf der Bank. Ich erzählte ihm, was ich vorhatte, aber er hat mir kaum zugehört. Plötzlich nahm er mir das Glas aus der Hand und trank. Ich wollte ihn erst daran hindern, aber dann kam es mir ganz richtig vor. Wir sollten zusammen sterben, wie Romeo und Julia. Ich habe versucht, den letzten Schluck zu trinken, aber er hatte das Glas fast ganz geleert. Er glitt von der Bank und blieb auf dem Steg liegen. Ich bin zurück ins Haus und habe mich auf mein Bett gelegt. Und wie ist die Leiche ins Wasser gekommen? Da brauchen Sie den Sauerstoff jetzt wirklich oder nur eine Pause? Ich frage mich, was wohl geschieht, wenn ich Ihnen den Schlauch wegnehme. Wie bitte? Anna, Sie haben nicht so viel Dexophen genommen, falls überhaupt welches. Obwohl Sie es den Sanitätern gegenüber behauptet haben. Sie wollten nicht sterben, oder? Sie wollten nur nicht ins Gefängnis. Aber ich... Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen den Schlauch einfach mal um den Hals lege? Sie könnten dann zuziehen, so lange, bis Sie wirklich tot sind. Ich zeig Sie an. Weswegen? Polizeibrutalität? Ich will Ihnen doch nur helfen, Anna. Ich denke, Sie wollen sterben. Ich wollte nicht, dass Raoul stirbt. Doch. Sie wollten den romantischen Tod mit ihm. Zumindest, solange Sie sich eingebildet haben, dass er Ihnen gehört. Aber als Sie begriffen, dass er es mit Caroline wirklich ernst gemeint hat, waren Sie nicht mehr so interessiert daran, ihm in den Tod zu folgen. Da ließen Sie ihn einfach liegen, während Sie sich selbst gerettet haben. Sie ließen ihn sterben, damit Caroline und Raoul nicht das Kind bekommen würden, das sie mit ihm nie hatten. Aber dumm gelaufen, oder? Raoul hatte bereits ein Kind. Er hat Ihnen das Foto gezeigt, oder? Was haben Sie damit gemacht? Es zerrissen oder es zusammen mit der Dexophen-Schachtel verbrannt? So. Na, wenn das kein Lippenbekenntnis ist. Sobald Sie transportfähig sind, lasse ich Sie abholen. Sie brauchen nichts zu sagen. Ich weiß, dass es Anna war. Ach, warum überrascht mich das nicht, Louise? Ich habe Raoul und Caroline in der Küche durchs Fenster beobachtet. Raoul lag auf dem Steg und Caroline prügelte wie wild auf ihn ein. Als sie ins Haus rannte, dachte ich erst, sie hätte ihn erstochen. Ich rannte zum Steg. Raoul war tot. Ich habe ihn ins Wasser geworfen. Ich habe gedacht, ich müsste alle Beweise für Carolines Tat beseitigen. Vielleicht würde es ja wie ein Unfall aussehen. Dass Anna die Schuldige war, wusste ich da noch nicht.
Erst als ich erfuhr, dass er an Dexophen gestorben war, fiel mein Verdacht auf Sie. Das müssen Sie uns erklären. Ich habe gesehen, wie sie Sachen im Kachelofen im Salon verbrannt hat. Und zwar genau, nachdem wir die Leiche gefunden hatten. Hm. Was ist mit Peter? Was ist seine Rolle in dieser Geschichte? Peter hat Raoul zwar einen linken Haken verpasst, aber das war auch alles. Wenn Sie die Strömungen bei Swash erkennen würden, würden Sie begreifen, dass die Leiche vermutlich erst ins tiefere Wasser gezogen wurde, um dann vom auflandigen Wind wieder ans Ufer getrieben zu werden. Warum haben Sie uns nicht die Wahrheit gesagt, als Ihnen klar wurde, dass Caroline unschuldig ist? Ich wollte Anna die Chance geben, sich selbst anzuzeigen. Ganz die Übermutter des Furioso-Quartetts. Ich habe Ihre Finanzen unter die Lupe genommen, Luis, und um die könnte es besser stehen. Was kostet es eigentlich, so eine Insel zu unterhalten? Das Geld reicht. Außerdem werde ich bald wieder spielen können. Haben Sie sich mit Raouls Anwalt unterhalten, Luis? Warum hätte ich das tun sollen? Weil Sie eine der Haupterbinnen sind. Sie waren ihm die Schwester, die er nie hatte. Ich weiß, dass mich Raoul in seinem Testament bedacht hat. Aber das ist nichts, worüber ich mich freue. Ach ja? 80 oder 90 Millionen, von denen 30 Ihnen zugefallen wären, sind doch nicht zu verachten. Plus die Violine. Eine echte Guarneri. Vermutlich ist sie mehrere Millionen wert. Ich habe Raoul nicht getötet. Nein, das haben Sie nicht. Ich hätte ihm nie den Tod aber gewünscht. Aber Sie konnten den Gedanken nicht ertragen, dass Carolins Kind ihn beerben könnte. Ich habe mich gefragt, warum es Peter so eilig hatte, nach Swalshire zurückzukehren, um seine Unschuld zu beteuern. Mittlerweile weiß ich es. Er ging am Sonntagmorgen in eine Notapotheke, kaufte eine Pille danach und lieferte sie am Nachmittag bei Ihnen ab. Und das, Louise, ist der eigentliche Grund, warum er nach Swalshire gefahren ist. Die Schachtel mit der Pille haben Sie, Caroline, bei der ersten Gelegenheit ausgehändigt. Sie haben sie unter Druck gesetzt. Es eilte. Diese Pillen muss man so schnell wie möglich einnehmen. Und Raoul und Caroline haben offenbar nichts anbrennen lassen. Das war völliger Blödsinn. Ich bin noch nicht fertig. Denn jetzt kommt die Pointe. Obwohl Caroline nicht mehr Raouls Kind erwartet, bekommen Sie doch keine Öre. Ich wollte... Raoul hat bereits ein Kind. Was? Einen kleinen Jungen, der seinen Vater komplett beerben wird. Wer? Das brauche ich Ihnen im Augenblick nicht zu erzählen. Was halten Sie von morgen um 10 in meinem Büro in Stockholm? Oh, ich muss wohl kaum erwähnen, dass Sie Ihren Anwalt mitbringen sollten. Und drückt grau, diesig und stumm gegen den Horizont und das Meer. Die Wasseroberfläche kräuselt sich leicht. Und die schmalen Birken mit ihrem bronzefarbenen Laub rascheln in dem schwachen, kalten Wind, der auffrischt, als das Polizeiboot die Insel verlässt. Ich stehe mit Wendela auf dem Achterdeck und halte mir den Mantel zu. Ach, ich werde die Insel nicht vermissen. Ich auch nicht, Wendela. Ich auch nicht. Der Klang des Todes. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Karin Bartosz Edström. Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger und Holger Wohland. Es sprachen Ebba, Frauke Pohlmann. Louise, Simone Kapst. Caroline, Susanne Bormann. Helena, Judith Engel. Anna, Tonja Maria Zindel. Raoul, Jörg Hartmann. Wendela, Katrin Welisch. Peter, Wilfried Hochholdinger. Ton und Technik, Alexander Brennecke und Susanne Bayer. Regieassistenz, Cordula Dickmeis. Hörspielbearbeitung und Regie, Sven Stricker. Produktion, Deutschlandradio Kultur, 2013.